Ahoi Leute und willkommen zurück zu Grimdorn im 7. Part. Wir sind jetzt nochmal in Devil's Crossing, haben gerade was verkauft und wir haben hier noch eine Quest bekommen von irgendwann. You clean up here, bla 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 bla. I will put them down. Oh scheiße, das ist die Quest? Okay, nochmal. Ich glaube, die haben wir die abgebrochen oder so. Wohin müssen wir? Zu meinem Portal. Okay, bin ich. Falls jemand sich jetzt gerade fragt, woher hatte die Waffen? Ich habe gerade Waffen gekauft und verschmiedet. Ich habe mal kurz mit der Taste über mein, nein, mit der Maus über meine Waffen gefahren, damit man mal sieht, was ich so hab. 29 FPS, geil. Ja. Okay, also durch das Portal gehen können, also. Hab kurz die Aufnahme neu gestartet, hab jetzt 41 FPS. Ich hab 30. 39, 38, 37, 36. Wie bei Euro Truck Simulator, wenn ich einen Berg hochfahre, es wird immer langsamer. Oh, ja, wow. Ach, ich hab meine Stunjacks ja jetzt nicht mehr auf der Taste. Hab ich auch umgestellt. Oh, die sind auch was hier. Oh, die haben Stunjacks. Wir haben übrigens eine Clipped Claw und so. Chipped Claw in die Waffe geskillt. Deshalb du haben kriegst wir Schaden, ich weiß nicht woher. Von dem Vieh hier. Ach, von dem. Ja. Ja, und das ist halt so wie mein normaler Angriff eigentlich. Also, ihr kann auch kritten und. Also. Ich habe ja so einen Angriff, ja, wie soll ich das sagen? Halt mein Linksklick-Angriff, der hat ja so eine Charge-Dings und dann ist der cool. Ich töte mal den Overseer, weil ich den nicht mag. Ach so, der tötet die Viecher so. Oh, noch mehr. Noch mehr Walking Deads. Das werden nicht weniger. Oh fuck, ich bin fast gestorben. Das wären das sind Todesviele. Ich weiß. Ich hab Glück, ich mach ziemlich viel Schaden mit meinen Angriffen. Ja, ich mach auch ziemlich viel Schaden, aber trotzdem sind das richtig viele. Glaube, ich starte auch mal kurz hier auch noch neu. Ne, ich habe immer noch so wenig FPS. Immer nice. 32 gerade. Ich hab gerade 28, 32 gehabt. Ich habe alles verkauft, was ich mit hatte und ich bin schon wieder fast beim Level. Ich bin bei Hälfte jetzt. Okay. Wir müssen übrigens nicht weiter nach unten. Von da waren wir. Da waren ja, wir bei mir ist es oben. Fuck. Oh, macht der Angriff viel Schaden, Alter. Aber der hat auch so relativ lange Nachladezeit. Jetzt haben wir alles erkundet. Oh, du laggst von mir auf der Stelle. Ach, jetzt bist du weiter. Du hast gerade bei mir gerade gelaggt auf der Stelle fest. Ich stand aber, ich habe gerade einfach aufgehört zu laufen, weil ich habe die Karte gedrückt. Oh, okay, da standst du laufend in der Gegend rum. This carnage looks recent. Dieser Unfu, keine Ahnung, wie ich carnage übersetzen soll, sieht ziemlich neu aus. Ob hier noch Überlebende sind? Gut, dass dich alles angreift. Wenn du schnell töten könntest, wäre ich dir sehr verbunden. Ich one-hitte die Viecher übrigens fast mit meinem Schlag, also mit meinem Superschlag. Das ist gut. Mit meinem Superschlag mache ich das auch. Ich bin mal auf den großen gecharged. Oh, fuck. Tschüss. Ich habe übrigens keine Aufladung mehr. Was für Aufladung? Ja, kein diesen goldenen Scheiß. Ne, der ist bei mir auch fast leer. Der ist bei mir komplett leer. Und ich habe gerade Aggro von ein paar Viechern. Und gelevelt. Oder leuchtet was? Eins, Gold. Eine Food Ration hätte ich nicht brauchen, hätte ich nicht benutzen sollen, weil ich hab wieder voll durch mein Level. Dann skillen wir jetzt, will ich irgendwas skillen? Was macht das? Spirit and Offensive Ability. Was war das hier nochmal? Keine Ahnung. Dann skillen wir hier noch rein. Und da zwei. So. Muss irgendwie sehen, wie wir weiterkommen. Ja, yeah, mir rutscht gerade der Kopfhörer vom Kopf. Nice. Von der Birne. Und jetzt noch C. Nummer Physik skillen. Wie viel Leben hast du? 600. Also fast 700.
Okay, ich hab doppelt so viel wie du. Ich hab 1333 gerade. Nice. Fast gestorben. 500 HP. Wirklich ist mein Life-Rack ziemlich gut, wenn das Teil an ist. Ja, wenn mein goldener Balken runtergeht. Meine ist auch gar nicht mehr so schlecht, aber ich bin gerade auf 90 Leben. Bin tot. Instant. Ja, wenn die dich alle fokussen. Kannst du mal kurz Portal machen? Du hast übrigens halt eines Grab vergessen noch. Ja, ich habe alle Gräber vergessen. Oh. So, jetzt bin ich auch wieder da. Kurze Aufnahmeunterbrechung. Und wieder? Weil ich nur 14 FPS hatte, ja. Okay, ich komme damit nicht klar, das auf dem Angriff zu haben. Hä, hey, der steht 6 Meter von mir entfernt und kann mich angreifen, oder was? Eigentlich nicht, bei mir stand er direkt vor dir. Ja, wenn, als ich dann dahin gerannt bin. Ich mache übrigens 5% mehr Schaden bei diesen Viechern, weil ich diesen Ring habe, den du verkauft hast. Okay. Diese scheiß Schamanen, das sind die schlimmsten. Ja, die sind echt nervig. Eine Food Ration, ach, brauche ich gerade nicht. Okay. Welch Scrap, den du wieder kriegst? Muss ich gar nicht mehr darauf achten, dass ich so schnell loote, weil wir mehr eigenes Loot. Oh, hier unten sind noch ein paar Gegner. Okay, ich komme. Da leuchtet was. Das ist genauso wie in Sacred, immer schon irgendwo hingehen, wo es leuchtet. Ja, Sacred war super. Ich hab noch ein bisschen Scrap Metal. Scrap Metal Mall, okay. Ich hab mich gerade gewundert, warum, ach nee, warte, das macht weniger Schaden, wenn es aufwendig ist. Warum da so mega langer Text angezeigt wurde, aber das war nur wegen meiner Waffe. Du, erstmal übrigens jede Waffe auf Offhand weniger Schaden, weil es dein Offhand ist. Ja, aber es steht nicht da bei jeder Waffe, dass sie minus 6 Schaden dann macht. Achso. Weißt du, was ich meine? Nee. Also bei manchen Waffen steht bei plus 6 Schaden if equipped und minus 5 on offhand. If offhand oder sowas, keine Ahnung. Meinst du Damage allgemein oder Damage per Second? Damage per Second. Achso. Danke, ich habe gerade einen Heiltrank umsonst genommen. Weil ich auf den falschen Tasten war mit meinen Fingern. Nice. Ich habe einen Heiltrank gefunden. Da oben ist hier eine Höhle. Ich habe Bock, Overtruck Simulator zu streamen. Warum machst du das? Ich sterbe auch gerade. Weiß nicht. Weil ich dann immer mit den Stream-Zuschauern reden muss, die gar nicht da sind. Mach ich vielleicht gleich, wenn du streamst. Dann streame ich nebenbei Eurotruck. Und redest du dann einfach so mit deinen Zuschauern? Weil ich bin noch nicht da. Wie, du bist doch nicht da? Ich bin am TS. Ich spiele mit den Leuten da. Achso, okay. Ja, kann ich machen. Vielleicht ist Kirchi dann ja auch da. Stimmt. Hier, minus 14% Damage per Second if equipped und minus 35% Damage per Second offhand. Okay. Aber um ehrlich zu sein, ich verstehe das Damage per Second nicht mehr bei den meisten Sachen. Naja, wenn du halt in einer Sekunde mit deiner Waffe zweimal zuschlägst mit 30 Schaden, hast du mehr Damage per Second, als wenn du einmal 50 Schaden pro Sekunde mit einer langsamen Waffe. Das ist mir schon klar, aber... Das ist Damage per Second. Also Damage per Second ist wichtiger als Damage absolut. Eigentlich schon, glaube ich. Ja, siehst du? Glaubst du? Ich weiß auch nicht genau, aber...
Keine Ahnung, ich glaube, Damage per Second ist wichtiger. Das hast du nämlich bei ganz vielen Spielen, dass du einmal Damage per Second hast und einmal Damage. Das hast du auch bei Starborn. Oh, 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 fuck. Haben gestunt, oder besser gesagt einen Miss gekriegt, ja, noch einen. Oh, fuck, ich hab Aggro. Heiltrank genommen. Ich hab Aggro von dem Dicken. Jetzt hab ich's wieder. Oh, fuck, fast tot, fast tot, fast tot. Also verstehe ich auch, warum es so in irgendwelchen Online-Rollenspielen zum Beispiel gibt, dass man Skills hat, dass die Gegner einen besonders angreifen, weil das hat für mich eigentlich nie Sinn ergeben. Und jetzt ja, klar, so, wenn man auch so als Tank ist das dann auch wirklich schlau eigentlich. Ja, ich kenne kein Online-Rollenspiel. Ich kenne kaum Online-Rollenspiele und ich kenne keins, in dem das so ist. Was? Ja, dass es Skills gibt, wo die Gegner einen mehr angreifen. Ich wüsste jetzt auch gerade keins, aber in irgendwelchen. Ich habe auch ein paar schon angefangen und dann einmal nur kurz gespielt, aber. Ich glaube, das gibt's eigentlich so in jedem, dass die Gegner dann ein, dass man dann Argo von dem bekommt. Wir müssen echt nochmal irgendwie Runes of Magic oder sowas anfangen. Doch Magic, Terror Online oder Arch ist richtig gut. Ich kenne halt als großes Online-Rollenspiel nur Runes of Magic. Ich will nicht mit dir reden. Ah, versehentlich einen Heiltrank genommen. Copper Band of the Wolf. Mein Waff ist auf The Wolf. Ernsthaft? Ja. Okay. Reden wir mit dem hier. Moin. Thank goodness, someone came. Those lists attacked me, my caravan and killed me. Oh my god. I think the only reason they left me alive that I could have me fresh later. Those bastards. I'm from Devil's Crossing. I can help you to get back. A fine merchant sent it yourself. Has probably a few coins, yes? Ich würde ihn eher direkt nach Devil's Crossing schicken. Machen wir es mal. Don't kid yourself, look at the blood, I'm not going to be able to walk out of here. Appreciate the thought, but it might be better to end it just quickly. I can save you, but do you have any coin? Nein, ich will kein Geld von ihm haben. You probably won't like this, but I can open a rift for you. Last thing I want to say, okay. Open rift gate, okay, hab ihn weggeschickt. Wir wollen okay. Ja kein Geld von ihm haben. Nicht? Nee. Freddy, Felix Trap für dich. Achso. Dass du mir nicht nach der Aufnahme geben kannst oder so. Nein. Wollen wir in die Höhle reingehen oder wollen wir was anderes machen? Können wir machen. Ich guck mir gerade mal die Dinger durch, die ich noch dabei habe, aber kann ich auch nach der Aufnahme machen. 7 Minuten haben wir noch. Okay, also gehen wir in die Höhle rein. Ja. Cave Entrance. Cavern, schon wieder eine Cavern. Ich glaube, hier drehe ich auch mal meine Karte, weil man so besser was sieht. Ich mal den Hauler, weil dann kriegen die Bohnen los. Nein. Du bist gelevelt. Weiß nicht wieso, aber ich krieg nee, ich bin gelevelt. Ich krieg aber auch irgendwie immer Gesundheitsbonus, wenn ich richtig low bin und einfach trotzdem weiter kämpfe. Vielleicht zum Kill von dir. Bin gelevelt. Okay. Böser Redman. So, was meinst du? Granate? Ich glaube, das war eine Grenade. Oder irgendwie sowas. Die Flame? Grenado, ja. Das ist richtig gut. Boah, das ist voll weit weg, Alter. Das ist bei 15. Und ich wie gesagt, ich habe das bei Level 30 gespielt. Auf jeden Fall macht die richtig Schaden. Ja. Blackwater Cocktail. Das ist ein Molotov. Ist hier gut? Geht, habe ich jetzt nicht so benutzt. Blast Shield? Das fand ich ganz cool eigentlich, das habe ich im Passiv angehabt. Jo, hab's halb auf 3 geskillt, muss man das irgendwie anmachen? Ja. Okay, muss ich gleich mal gucken, wie, was hast du da oben? Ja, hier ist ein Boss. Ich hatte eigentlich nicht auf ihn gezielt, aber okay. Wie sah der Aggro auf mich? Weiß ich nicht, er mag dich nicht. Bin eingefroren, GG. Bin tot. Die Wasserwelle kam über mich. Machst du ein Portal? Ist offen. Die Wasserwelle kam über mich. Und da war ich tot. Ja, ich spiele wahrscheinlich schon wieder richtig beschissen. Oh, es laggt. Oh, ich habe versehentlich auf sein Portal geklickt.
Okay, Aufnahme läuft wieder. Danke, dass ich Akku hab. Bitteschön. Oh, irgendwas Blaues. Was hast du bekommen? Irgendwas Bone Gravel oder sowas. Ja, ich auch. Bloodcraver. Das Spiel hängt? Schwert. Hä? Das Spiel hängt bei mir komplett. Okay. Komplett? Nee, hier liegt nur ganz viel Iron auf dem Boden. Ich kann es nicht aufheben. Boah. Bone Snap Gavel. Ein Hammer. Was ist das? Oh, ein Hammer. Das hört sich gut für mich an. Ein Hammer mit 37 Schaden. Plus 34 Schaden per Damage, per Second if equipped. Plus 8 Offhand. Also, plus 8 Damage per Second Offhand. Das war für mich, weil ich habe eine, für die du Cunning brauchst. Und das ist so eine Dings. Reich mal rüber. Ja. Erstmal deins nehmen. Ha, abgefuckt hier. Carven. Oh, Epic One Hand. Plus 28 für Quip, plus 6 Offhand. Wie gut ist meine Offhand? Ach, scheiße, die ist auch nur gut auf Offhand, glaube ich. Nee, einfach nur für Quip. Wie gut ist die? Attack Damage Converted to Health, nice. Das packen wir natürlich direkt rein. Fast wie ein Titan Curse. Nee, da war es ja bei Mana Burn. Aber das ist auch geil. Geil, der Hammer ist richtig gut. Ja? Dann mache ich richtig Schaden. Nice. Ich kritte fast immer mit dem jetzt. 300, 90, 300. Hier liegt noch voll viel Iron, was ich nicht aufheben kann. Hast wahrscheinlich direkt schon eingesammelt, aber es wird ein bisschen verbuggt angezeigt. So, da hast du noch eine Food Ration oder so? Boah, 240 Schaden Crit. Okay, ich mache hiermit auch manchmal noch 22, aber schon besser. Ja, der ist auch ziemlich geil, Alter. Zum Glück haben wir das Gefühl, dass ich jeweils den anderen das gefunden. Zum Glück sind wir in den Cavern gegangen. Erstes Epic Item. Habe ich schon mal einen Titel für diese Episode, da muss ich noch extra was mehr aussuchen. Da hinten ist das Leuchtendes. War nichts drin für mich. Okay. Special. Ich habe gleich gesehen, ob ich gekrittet hat. Hab. Woran sieht man, ob man krittet? Steht ein Crit daneben? Wenn ich einfach mehr Schaden mache als normal, dann denke ich, das ist ein Crit. Okay. Ja, ich mache mit diesem Dingens halt immer 200. Noch was. Ich habe ein bisschen weniger Leben, aber naja. Ich habe auch nur 600. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Oh, guck mal. Ja, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Wenn er gleich so eine Stelle kommt, dann weiß ich so genau. Hier ist der Ausgang. Komm schon. Ich hab keine Ahnung, wo es war. Okay, es ist nicht die Stelle, die weint. Ich weiß nicht, wo wir sind. Okay. Der Dicke ist tot. Der andere Dicke ist auch tot. Aber man lootet immer, während man killt. Das ist voll seltsam. Wer blutet? Man lootet. Achso. Während man skillt. Während man killt. Der Große ist tot. Oh, hier ist noch ein Boss. Noch einer. Ne, das ist jetzt ein anderer Boss. Das ist ein Heldenmonster. Läuft. Greift er dich schon an? Ja. Ah, er steht bei mir wohl komplett anders. Okay, merke ich kein. Oh, er ist tot. Ja, kein blaues Item habe ich rausbekommen. Er stand bei mir da ganz hinten. Ich kann nichts mitnehmen. Mir kam auch seine Laserschüsse von da. Ich kann nichts mitnehmen. Gar nichts? Hm, bin voll. Ich bin komplett voll. Die brauche ich nicht, die brauche ich nicht. Was macht das hier eigentlich? Hier das reinschmieden. In Ringe. Keine Ahnung, ich brauche das gar nicht. Was denn? Obwohl, da kriege ich ein bisschen Leben mehr und ich glaube, den Ring werde ich noch ein bisschen mehr. Ich habe noch 70 Leben mehr jetzt durch den Ring. Okay. Da oben ist noch ein bisschen was unerkundet. Genau, ja, da wo du gerade bist. Und der Pass ist auch vorbei. Ja, dann würde ich sagen, killen wir die Gegner hier noch und dann
Oh Mann, ich nehme die ganze Zeit Tränke. Ich muss mir die Tränke Leg deine unbedingt Tränke machen. auf eine andere Taste. Ja, aber die müssen auf 1 und 2 sein, damit ich schnell reagieren kann, wenn ich einen Trank brauche. Verstehst du? Ja, hier haben wir auch noch nicht die Gegner, aber die sollten wir noch schnell machen können. Verstehst du, wo hast du deine Tränke? Vorher hatte ich sie auf 9 und 0 und jetzt habe ich die auf 2 und 3 gelegt. Und wo hast du deine wichtigen Angriffe? Ich habe zwei wichtige Angriffe, die ich auf den Tasten habe. Ich habe einen wichtigen, also ich habe einen Angriff und das ist dieser Spezialangriff durch diese Chipped Claw, die ich gar nicht mehr habe, fällt mir gerade auf. Wie sagst du die Also ich Chip habe, Claw nicht mehr? weil ich doch den Hammer genommen habe, ich habe doch nur eine Hand. Ach ja. So, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao. Tschüss. So.